Moin Freunde, neue Folge Let's Play League of Legends heute mit dem Yeti im Jungle, auch bekannt als Numo. Wir fangen mit der Machete, zwei Pots und einem Ward an. Kurze Erläuterung zu diesem Bild: Man braucht als Numo eigentlich nicht so viele Pots, da das Q ein Leben bringt. Viel Schaden auf die Monster macht und man somit sehr, sehr gut durch den Jungle kommt. Numo Jungle war mal eine Zeit lang. Hatte ich mal gesehen auf Loy King, da kann man sich Statistiken eine Gewinnchance von 70%, also mit der Champion, mit dem man echt am meisten gewinnt. Jetzt, sie haben ihn wohl ein bisschen genervt. Wird überhaupt nicht mehr gespielt, auch im LCS war ja dem einen, das eine oder andere Mal dabei. Aber ja. Heute nicht mehr. Heute spielt man nicht mehr, aber ich spiele ihn noch. Ich spiele ihn ehrlich gesagt auch kaum zum ersten, zweiten Mal im Jungle, aber. Auch mit dem Vayne, ich hab das falsche geskillt, Freunde. Ah, wieso skill ich auch schon mehr als erstes? Ich bin retard. Ich bin so useless bei diesem Invade. Ah, vielleicht kann man die boosten. Grab, Ulgan. Ja, lass da rein. Und Sejuani auch Ignite dabei. Gutes Ward. Oh. Muss ich smiten. Da sie hier ein Ward geplaced hat. Da sie hier ein Waterplace hat, kann sie Jurani einfach darüber smiten. Geh weg. Boah, dieses Ignite. Wird ignited? Sie Jurani? Ja, nice. Hä? Nice. Er hat sie executed, damit er dann die Gegner nicht den Kill kriegen an ihm. Fang Red an, geht dann zum Blue rüber. Smite ich den doch einfach mal, ist mir Dwayne. Fresse ich das ganze Teil auch einmal. Kriegt natürlich auch einen kleinen Buff. Und zusätzlichen magischen Schaden, das ist ja eigentlich ganz nett. Okay, Sejuani macht jetzt ihren. Egal, Riff macht sie, dann mache ich schnell meinen Blue. Gehe dann sofort zu ihrem Retro. Da hat hier noch die Runen und so. Und das ist, wie man sieht, echt kein Problem hier. Ich brauche die Pots überhaupt nicht. Hier wird gleich nochmal hochgefressen. Überlegen, ob ich hier oben ganken sollte. Ich gehe mal Counter Jungle. Luno, geiler Counter Jungle. FDW. Kriegen wir das? Ah, Riven, nice. Ich baite einfach mal, indem ich einfach nur wie ein Bekloppter laufe. Doppelflash. Ich weiß, dass ich das überlebe. Ich bin so risikoreich. Mit irgendwelche Traps oder irgendwas, was ich umlegen kann? Nein, ich denke nicht. Wow. Amazing. 003. That's how it works. Nimm doch mal so mit hier. Das ist schon mal gut jetzt so. Ich werde mal kurz ein bisschen Buffs besorgen. Den Red hat sie gar nicht jetzt gemacht, Sejuani. Ich gehe zum Red nochmal. Ich soll das auch sehen, wenn sie zum Red geht. Ich habe ja extra auf das Wort geplaced. Die sollte auch durch die Mitte gehen. Bin jetzt auch recht flott unterwegs eigentlich mit meinem Buff 383. Bin viel schneller als sie. Und nochmal so einen neuen Red Buff. Also Freunde, ich weiß nicht, was ihr von haltet, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade macht. Sie hat ihn gemacht, okay.
Nee. Shani ist jetzt wo? Ist das viermal oder was bin ich denn hier kurz? Jetzt sind nervig. Machen wir kurz 10 Jahre, dann geht das schneller. Macht das seit, warst du überhaupt schon weg? Ne. Die Ribbon, die macht das. Nice. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage ich da auf den Sejuani mache. Die Frage, was ich machen wollte, ist Assist oder Steal? Nee, Zaun, ich mag nicht mehr den Yeti. Tipp an euch, Freunde, mag nicht mehr den Yeti, Zaun. Wer war da? Jetzt geht der Tipp Red Pot, da hat der den schon von Anfang an. Ich kann ja auch nicht mehr helfen, ist zu spät jetzt. Okay, aber ich auf jeden Fall gleich mal zum Botlane kommen. Gehen wir zum Klo. Gegen Zeds auf als erstes im K zu holen. Nein! Also laufe ich lieber der Botlane, lieber der Mitte entgegen als der Botlane. Problem, ich bin oben. Aber ich glaube, der W war nochmal ganz nützlich, sonst wäre er vielleicht da reingelaufen. Weil er nicht schnell genug ist. Okay, Grab. Hey. Oh, ich kann Blue nehmen. Dann noch gleich genug Mana für ein Fressen. Also wenn ich immer so ein Fressen wieder habe, dann kriege ich auch nicht viel Leben und einen Blubber für die Mana oder mich für guten Gen. Ah, das war gerade echt ärgerlich mit dem Blubber. Der hätte ich haben können. Ich wusste bloß nicht, dass mein Fressen so wenig Damage macht. Klar, er macht nicht ganz. Ja gut, er macht schon schön Schaden, aber ach, doch, der Smite ist doch noch ein bisschen stärker. Warte, ich warte ihn noch auf einmal Fressen. Ich glaube, ich sollte auch mehr so mehr die Buffs immer besorgen, bevor ich den gehe. Das Problem ist aber, Sejuani, dass ich einfach von dir weglaufe. Ich habe zwar gut gemacht, aber gut gemacht. Oh. Toxic Low. HP wahrscheinlich. Ja, Farben sind sie beide nicht so high. So, alle Freunde, ich chill das erstmal ab hier. Ich smite den kurz. Ich brauche erstmal echt mal ein bisschen Mana. Geht mir schon echt besser. Doppelbar, gut Mana und Dings. Die Ward, ne, werden sie nicht haben, weil ja auf sofort, ob das Ding so gegangen ist. Okay, ist okay, lass ihn töten.
bezahlen, dann wurde er dann. Ich wollte ihn gerade Ulti casten, das wäre ja 100% wasted gewesen. Einmal fressen will ich hier einen, ne? Und einen Wasser brauche ich auch noch. Okay, sehr gut. Die Riven, die macht das eigentlich doch, doch, denn. Ah, die so muss aufpassen. Tix Besuch da oben. Freunde, nur Jungle, damit macht das Jungle richtig Spaß. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Es geht, ich will mal meine Ulti gleich nochmal ausprobieren. Also so jetzt gleich hier beim Gank oder beim kleinen Fight. Wie effektiv die da ist. Komm mit Instant Mitte. Safe ist mein Mann, jetzt hätte ich alles sofort wasted. Zed hat Ulti ready. Ja, kann drauf. Ich kann mal locker fighten, Geist. Die wird nochmal richtig wehtun. Fresh mit an, um einen zu fressen. So total wasted. Aber von der Idee her super gedacht, finde ich. Super gedacht. Ein Auto-Tag, ich krieg einen Freestyle. Nice. That's how it works, guys. That's how it works. Die beiden sind Botlane. Ich kann kurz Golem stehen. Das ist das Thema. Das ist zum Thema Golem stehlen, das zum Gegner Golem stehlen. Oh, schön, schöne Items gibt's hier. Nehme ich das mal mit und. Ja, und dann noch so. Und dann. Brauche ich gar keinen Pot. Hätte er einen Ward mitgenommen. Okay, weiter. Oh ja, Blitz, Pink. Drake, please. Wow, okay, wir kommen. Oder ich komme auch. Ulti so ein niedriges CD. Ja, ist ja nichts. Schön gemacht. Und die kriegt ihr auch locker. Kaiser kommt. Ah, Kaiser ist nicht da. Okay. Na egal, lass das direkt machen. Aber ein Ward noch dahin. Put Ward, ja. Genau, perfekt sein. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, im Prinzip so ein Doppelschmalt. Zu früh gesmited. FTW. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Der war scheiße, einfach nur geschossen. Der weiß nicht, ob er getroffen hat. Wow. Wie sie alle abhauen sofort. Das ist lustig. Wow! Fuck, that snipe. Ich hab kein Blut, geil. 105 Mana. Slow den da. Komm, let's play. Ne, er schafft's nicht. Ich brauch einen Blue-Waff. Ich brauch Back und dann Blue. Hat sie Ulti noch so weit ready? Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme doch nochmal zwei Wards mit. 13 und 8 stehen nicht ganz gut. Aber 39er Farm, ich bin mal scheiße gefahren. Ey. Egal. Sehr gut. Da gibt es den Blue für Lux und da gibt es meinen Blue. Angenehm im Seiten in der Mitte.
Ich könnte schon was meiden. Ich denke nicht, dass irgendjemand kommt und böse Pläne hat. Der hat ihn ganz gut auseinander am Tor. Was kauft der denn? Also entweder baut er auf AP oder er will auf Dings gehen. Auf Trinity und kauft das, also das Buch, wie sie auch immer. Wahrscheinlich als er auf Glanz gehen will. Wo Mana, weiß nicht, macht Mana mehr Sinn? Ja. Geht. Mit Zinn hat man eigentlich keine Mana-Probleme. Ich komme. Das hätte ich an Sejuani Stelle nicht gemacht. Ja, ich sag's ja. Hey, gib mir das. Gib mir das. Okay, let's do this way. Go. Ich krieg den Kill. Oh Gott. Na, ich finde, die war schon rechtfertig. Um den Kill zu kriegen. Dieses Exhaust ist so strong, finde ich. Ah, oh, schön, wen hab ich gerade getötet? Lux Doppelbuff. Angenehm. Ich glaube Maske. Oh, ist angenehm, als nur Mana spammen kann. Ich warte kurz eine Sekunde und einmal hochrennen. Sejani Technik, das geht so. Echt viel Rüstung. Ah, ich glaube, das kommt gleich durch. Oder weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, was mit mir passiert. Oh. Oh, day, in your face. Guy, I'm Nunu. Ich bin Nuno! Ach, solltest du mal wissen? Nein! 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 Freunde! Was mache ich? Fuck! Scheiße! Oh! Komm, diese Scheiße heute wieder geflogen. Hab ich nicht gesehen. Oh, die hat das Problem, aber ein Riven sollte wegkommen. Und die können auch eigentlich ganz gut die Moves, so wie ich das auch noch mitbekommen habe. Also wie sie über die Wards kommt. Ich brauch 5er Boots, ich bin zu langsam. Oder 3er Boots? 3, 5, 3, 3. Mal gucken. Vielleicht 3er Boots. 4er? Push mit, genau. Perfekt. Ne, 5 Top. Oder es waren gerade 5 Top. Ich gehe da mal helfen. Wetten 100% hoch geht in nix. Schön hoch. Sie wollen jetzt Riven diven. Ich will ein Assist. Ich krieg... Sie ist Rendan!
GG Webplate, Freunde. Der eine Death war jetzt hier nicht ganz nötig, aber Luna Zhang, ich muss mal sagen, also vom Prinzip her, ich finde ihn schon ganz stark. Also auch mal, besonders im Early Game kann er vielleicht den anderen Jungler schön aus, also das heißt auseinander. Wir können ihn schön counter-jungeln und somit seinen Jungle zerstören. Die Blues, wichtig ist, glaube ich, mit Jungle und Luna, dass man die Time halt einfach im Kopf hat, Wards dahin setzt. Und eigentlich auch gar nicht, würde mit ihm gar nicht so viel wirklich auf AP gehen. Also nicht, auf jeden Fall nicht das AP der Jungle-Item, das macht keinen Sinn. Baut schön tanky, Freunde, kauft auch Wards mit ein, zum Beispiel mit mir, dass man zum Beispiel nochmal eine Rhythm auf der Toplane hat, zum Beispiel wichtig, weil dann halt so ein halber Support-Tank pipapo ist. Da braucht man einfach nochmal einen kräftigen Toplaner, so wie Rhythm. Ja, das war nur ein Jungle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Death war ein bisschen unnötig, aber ist okay. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.